Ah, ja, wunderbar. Weihnachten kann kommen. Alle Adventskalender-Videos sind abgedreht und bei einer wunderschönen heißen Tasse Tee kann ich meinem eigentlichen Hobby endlich frönen, von dem keiner etwas weiß, Lumenbänder verknüpfen und mir schöne Armbänder daraus machen. Oh, das ist schon was ganz Besonderes. Die sind ja schon ganz schön strapazierfähig, die Teile, ne? Kann man da nicht eventuell? Moin bei kugelbahn.de, es ist der 4. Advent und wir öffnen das 18. Adventskalendertürchen hier. Und ich habe mir die Lumenbänder natürlich nicht gekauft, um damit Armbänder zu knüpfen, sondern um sie mit Gravitrax zu verknüpfen. Denn diese Lumenbänder, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an diesen Hype vor ein paar Jahren, wo jeder mit diesen Dingern da rumgeknüpft hat, sind sehr dünn und ziemlich strapazierfähig, wie ihr ja eben gesehen habt schon. Und ich habe mir so ein paar Sachen einfallen lassen, die man damit veranstalten kann. Zum Beispiel Trampolinbalkone herstellen, indem man diese Bänder einfach auf so einen Balkon draufspannt und schon hat man eine Sprungfläche mitten drüber. Und wie das jetzt aussieht, das zeige ich euch natürlich in diesem Video. Also flugs mal eine Beispielbahn gebaut mit den Trampolinenbalkonen und solange die Strecke gerade läuft und das alles gut ausgerichtet ist, funktioniert das, aber weitere coole Aktionen kann man damit eigentlich nicht wirklich machen. Die Kugel springt doch relativ unzuverlässig da drauf bzw. davon wieder weg und so lässt sich ein Sprung durch das Loch in der Wand zum Beispiel nicht machen. Die zweite Idee war, die Kugel, welche die Seilbahn auslöst, ein zweites Mal verwenden zu können. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die irgendwie zurückprallt. Und zu diesem Zweck habe ich diese Lumenbänder eben um die Seilbahnstation, nenne ich sie mal, drumherum gewickelt. Und das Zurückprallen funktioniert eigentlich auch sehr gut, sieht man hier. Aber das Auslösen der Seilbahn selber funktioniert leider gar nicht. Die Kugel prallt dagegen und die Seilbahn fällt höchstens runter, aber gleitet nicht die Stange entlang. Diese Wucht ist einfach zu groß und darum dachte ich, setze vielleicht noch einen Mittelsmann ein und die rote Kugel soll die Seilbahn dann starten, aber das funktioniert leider auch nicht. Aber man hat so die Möglichkeit, die Kugel auf jeden Fall zurückprallen zu lassen, wenn man das so benötigt. Als nächstes hatte ich einen toten Flip. Ich habe ja in einem anderen Adventskalender-Video berichtet, wie mir Ravensburger diesen Flip getauscht hat. Also ich hatte den jetzt hier quasi übrig und man sieht halt gut, wie der Schwung des Flips hier überhaupt nicht reicht, um die Kugel nach oben zu befördern. Also habe ich mir gedacht, machst du mal so ein Lumenband da drumherum und schaust mal, ob das funktioniert. Dieses Lumenband ist beim Draufsetzen auf eine Grundplatte oder auf eine transparente Ebene natürlich ein bisschen im Weg. So sitzt der nicht mehr so ganz stramm da drinne. Aber, wie wir jetzt gleich sehen werden, funktioniert das ziemlich gut sogar und der Flip hat ziemlich viel Schwung, so dass die Kugel eigentlich schon gar nicht mehr in der Kurve landet, sondern teilweise sogar darüber hinwegfliegt. Also es ist eine gute Methode, um den toten Flips wieder zum Leben erwecken zu können. Und ich baue das jetzt hier wieder zusammen, die transparente Ebene oben drauf und man sieht hier gut, wie die Kugel da wirklich mit Schmackes oben ankommt. Und wenn es um Gummibänder geht, darf das Katapult natürlich nicht fehlen. Hier in der Originalvariante mit Originalgummis, wo ich sogar noch eine ganze Tüte von voll gefunden habe, die sich ja auch gerne mal in Luft auflösen sozusagen. Als Alternative gibt es hier die Kerl-Gummiringe, die gibt es bei Amazon für unter einem Euro. Also vor der Inflation, mittlerweile werden sie wahrscheinlich 15 Euro kosten. Und hier jetzt das Katapult mit dem Originalgummi drinne schießt gerade mal ein Feld weiter drei Höhensteine in diesen Fänger rein. Also frimmel ich jetzt mal ein Lumenband in das Katapult und bringe das ganz normal an. Also ich hake das nur einfach oben ein, ohne es nochmal drum rumzuwickeln. Und der Schwung ist hier nicht sonderlich gegeben. Das Katapult bleibt sogar auf der Hälfte stehen. Also das war schon mal ein Reinfall. Also spanne ich das Lumenband jetzt einmal weiter drum rum und hake das dann in diesen
Haken ein und so erhöht sich die Verspannung schon deutlich und setze ich jetzt das Katapult wieder rein und lasse die Kugel reinlaufen und die fliegt auf jeden Fall los schon mal, reicht aber auch noch nicht wirklich aus, also zwei Loombänder dran gemacht und jetzt wird es schon schwierig zu spannen, sieht man auch an dem Hebel, wie der sich etwas zurückdrücken will wieder, aber die Kugel fliegt auf jeden Fall deutlich weiter wie vorher, zwei Felder nämlich und hier in dem Fall jetzt sogar vier Höhensteine hoch. Landet ein bisschen schlecht in diesem Fängerstein jetzt da, aber das funktioniert sehr gut jetzt hier auf 5 Höhensteine und wenn man da jetzt eine Kurve hätte sitzen, dann würde das sehr gut funktionieren. Das waren die Loombänder-Experimente hier im 18. Adventskalendertürchen. Hier seht ihr nochmal die Trampolin-Balkone. Und apropos Balkone, heute gibt es einen Dreier-Balkon vom Karl-Heinz Rembeck in den 3D-Druck-Jackpot hinein. Und es gibt natürlich auch ein Rätselteil, eine 1er-Schiene gibt es dazu. Und vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da und so weiter. Bis morgen. Alle Adventskalender-Videos sind abgedreht und, boah, das heißt... falsch gepackt.